Sonntagvormittag auf der CMT in Stuttgart. Eine Jugendandacht gibt schon mal einen Vorgeschmack auf den Weltjugendtag 2019 in Panama. Gekommen ist dabei niemand Geringeres als der Erzbischof von Panama-Stadt, José Domingo Ulloa Mendieta. Und von der Jugendandacht der Diözese Rottenburg-Stuttgart zeigte er sich begeistert. Un evento que viene a expresar. Ein Event, das gezeigt hat, wie der Weg der Jugendlichen hier in Deutschland ist und auch wie man authentisch und frei seinen Glauben leben kann. Als gastgebender Bischof hielt Gebhard Fürst gemeinsam mit seinem Kollegen aus Panama und Jugendweihbischof Thomas Maria Renz die Andacht. Musik kam von der Band Spotlight aus Westerheim auf der Schwäbischen Alb. Und Jugendliche aus Deutschland, Irak und Mexiko beteiligten sich an der Gestaltung des ungewöhnlichen Gottesdienstes. Diese Feier oder dieser ereignisreiche Gottesdienst ist eigentlich nur möglich mit vielen jungen, begeisterten Leuten und auch mit dieser Band. Und dass wir das in unserer Kirche haben und lebendig erleben, das nehme ich als ganz besondere Erinnerung, dankbare Erinnerung mit nach Hause. Eine Feier des Glaubens, so bezeichnete Bischof Fürst die Jugendandacht. Für ein ganz besonderes Flair sorgten die Panama-Hüte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diözese unter den Gästen der Feier verteilt hatten. Auch die Segensbändchen für den Weltjugendtag konnten die Feiernden bekommen und die ersten segneten sich die beiden Bischöfe gegenseitig. Von der Begegnung mit dem Erzbischof von Panama zeigte sich Bischof Fürst begeistert. Er hat ein Temperament, Vitalität, das hat man erkannt beim Mitwirken, beim Mitsingen. Und er hat uns eingeladen mit großer Freude und er hat uns den Segen gespendet. Und das ist etwas Mitbrüderliches, was mich sehr beeindruckt hat. Und dann gab es noch die Hymne des Jugendtages 2019 in der spanischen und dann als Premiere auch in der deutschsprachigen Version. Alles zusammen machte einen Gottesdienst aus, den es so nicht alle Tage gibt. Was den Gästen besonders gefiel und was sie mit nach Hause nehmen. Die Hymne von Panama, also vom Weltjugendtag, der war ja, auch, geht ins Ohr und muss man wieder hören. Die Band und die gute Stimmung hier. Es war schön. Eigentlich haben wir fast gar nichts verstanden, aber es war schön. Es war also ein internationales Fest der Begegnung, eine Feier des Glaubens und zugleich eine Premiere. Noch nie zuvor war auf der CMT ein Gottesdienst gefeiert worden.